Es ist fantastisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu The Secret World auf dem Kanal der Freelance Gamers. Wir sind nun auf dem Weg in das Untergeschoss der Innsmouth Academy, um dort die Schülerin Carter zu treffen, die ein leichtes Machtproblem hat. Sie hat gewaltige Mengen davon und kann sie kaum kontrollieren. Doch wir haben uns einen Schutzzaubergenerator gebastelt, der uns vor ihren Fähigkeiten schützen sollte. Sollte. Schauen wir mal nach. Hinein. Wir beginnen jetzt mal schön Ladebildschirm, das gehört sich so. Okay, Fräulein Carter. Dort ist sie. Keine Sorge, ich bin robuster, als ich aussehe. Carter zur Quelle der Vertrauten eskortieren. Okay. Eskorte beginnt. Du sagst aber Bescheid, bevor du deine Kräfte benutzt, ja? Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Escort-Missionen hasse? Ach, sie folgt mir auf dem Fuße, sie geht nicht. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das für eine gute Idee gehalten habe. Okay, hier entlang. Ich halte es auch noch für Blödsinn. Aufgehängt. Wie in der Schlachterei. Aufmachen! Ein Weg finden, die Wartungstür zu öffnen. Ich habe da mächtige Waffen, die ich hier nicht benutzen kann. Ich muss mal schauen, was hier so abgeht. Okay. Es geht ab. Gut gemacht. Ich warte mal kurz, bis mein Generator wieder aufgeladen ist. Ich möchte nicht, dass sie mich die gute zu Frikassee verarbeitet. Sie könnte es wohl durchaus schaffen. Trotz meiner natürlichen Zauberabwehr. Yeah. Ich bin vollkommen natürlich. Und wäre Zauberab. Na, ihr bleibt immer tot, ja. Hey, mal gut, dass wir den Gummihandschuh vergessen haben. Das sieht doch gut aus. Bastel, 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 bastel. Jetzt geht's ab. Ach du Kacke, ich mach mal besser den Schutzzauber an. Hier. Yeah. Oh. Ist ein bisschen warm. Okay, sie warnt also vor, ich hätte den Schutzzauber nicht benutzen müssen. Egal. Dafür ist mir jetzt ein bisschen wärmer geworden. In diesem kalten Keller, das ist schön. Sammelt euch. Gut gemacht. Ihr könnt auch mit, ja? Wusste ich doch.
Ja, so geht das. Kurz an der Nase kratzen. Dankeschön, dass ihr auf mich gewartet habt. Und was jetzt? Wo geht jetzt lang? Ist, glaube ich, egal. Hallo, Leute. Nur damit Sie es wissen, es wird jetzt gleich ziemlich unappetitlich. Danke für die Warnung. Na, oh, schade. Ich dachte, das wäre ein cooles Thumbnail, aber es ging zu schnell vorüber. Hier ist nichts mehr. Ich komme dann auch mit, ja? Hey, verpasst ihr schon nicht. Geht weg von ihr. Uiu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 
Ah, da geht's raus. Wunderbar, ist hier noch altes Wissen oder sowas? Oder neues Wissen? Woher kommt die Suppe da oben? Wieso wirft sie Flecken, wenn es da unten tropft? Na egal. Hier geht's wieder hinaus. Okay. Raus hier. Ein wunderschöner Ladebildschirm. Oh, ich liebe Ladebildschirme. Die sind toll, toll, toll. Wo sind wir? Ach so, hier ist der komische, mysteriöse Gullideckel. Also gibt dort eigentlich nichts mehr für uns zu tun, außer in den alten Block einzudringen. Doch zuerst senden wir mal einen Bericht ans Hauptquartier. Verdammt, das Mädchen ist gut. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt, wenn ich daran denke, wie sie allen in den Arsch treten wird, sobald wir das Feuer und die Blitze unter Kontrolle bekommen haben. Und ich will dabei keinesfalls ihren Beitrag dazu herunterspielen. Ohne sie hätten sie das alles nicht geschafft. Ohne sie hätte sie das alles nicht geschafft. Von den Besten zu lernen, kann ihre Ausbildung nur beschleunigen. Und je schneller wir sie aus dem Klassenzimmer aufs Schlachtfeld bringen können, desto besser. Schau, schau, PS. Oh, hoffentlich haben sie die Gelegenheit genutzt, ihr ein bisschen zuzusetzen. Wir wollen doch nicht, dass sie Dummheiten macht und beispielsweise nach dem Abschluss nach London geht. Was bekommen wir denn hier? Heiltränke, 5 Stück, das ist super. Ehrlich, die kann ich ja nie gebrauchen. 7000 und 2 Zechin. Hätten auch ruhig zuschreiben können, dass er zweimal oder sowas. Gut, Fähigkeitspunkte. Wir erweitern mal unsere Fähigkeiten für kleine Talismane auf Stufe 5. Nun können wir Talismane der Qualität Stufe 5 nutzen. Das ist super wichtig. Und wir verbessern weiter unsere Sturmfähigkeiten. Warum ich sie nicht benutze? Weil ich sie eigentlich gar nicht mal für meine jetzige Skillung haben möchte. Aber es könnte mir das Leben retten, ich weiß. Wir dringen jetzt mal in den alten Block ein und schauen, was wir dort so einen illuminanten Geheimnis entdecken können, um unsere Hauptquest fortzusetzen. Wir kommen hier am schnellsten durch. Da gab es ein kleines Nieserchen von mir. Ich bin ein Genießer, wie man weiß. Ah, bist schon wieder da, ja? Ich finde es immer ein bisschen lästig an MMOs, dass die ganzen Gegner, die man in epischen Schlachten besiegt hat, einfach so wieder da sind. Egal. Der alte Block. Okay, hinein. Ja. Da möchte ich gerne mal reingehen. Das Illuminantengewölbe finden. Jetzt beginnt für dieser finde die Hinweise teil, für den ich Secret World eigentlich mag. Was ist wahrscheinlich die üblichen Illuminantenschlüssel. Ein Köpfchen. Ah.
und weg mit dir, los. Du bist nicht erwünscht. Alles klar, ich denke mal, wir werden jedes Mal, wenn wir einen Schlüssel aufnehmen, es mit einem der Lehrer hier zu tun bekommen. Warum brennt hier Licht? Warum haben die so schicke, teure Ledersofa? Na okay, wo schick, dass sie vielleicht streiten. Aber es sind teure Ledersofa, garantiert. Das ist eine Pyramide. Auch sie benutzen wir einmal. Und grober Schrot. Guti. Ja, jammer doch rum. Dünne Wände. Hier gibt es nichts mehr für uns. Hier haben wir auch bereits alles mitgenommen. Der Orden großer Werke benutzen. Dann zeig uns mal was darüber. Keine Beschwerden? Alle Dinge an ihrem Platz unter den Sternen. Die steinernen Logen errichtet für das aufmerksame Auge, auf die Knochen der Gegner und ihre Symbole begraben. Die steinernen Logen errichtet. Ich denke mal, das wird dann der Zirkel sein. Das aufmerksame Auge wird wieder das Illuminantenauge sein. Den Schädel haben wir schon und ihre Symbole begraben. Das kann die Pyramide sein, die mal, wie wir weiß, Grabmäler sind. Hier ist auch ziemlich offen. Das Templerkreuz. Brauchen wir es wirklich? Egal, packen wir es an. Überraschung. Und weg. Ja, diese weißen Dinger geben eigentlich nur diese halbwertlosen Runen. Halbwertlos meine ich deswegen, weil jemand anders kann sie bestimmt gebrauchen. Ich allerdings habe dafür keine große Verwendung. Das Freimaurersymbol, genau das meinte ich mit. Die steinernen Logen errichtet. Doch ich sehe, wir sind bereits bald über der Zeit. Deswegen werden wir den letzten, wahrscheinlich letzten Geist übermorgen besiegen. Bis dann. Ciao.